Wir springen jetzt einfach mal. Bin gespannt, wo wir landen. Ja, wir landen im Spiel. Die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexenaufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Du hast Neues Spiel Plus freigeschaltet. Um es zu beginnen, erstelle einen neuen Spielstand. Starte ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus. Wähle dann den Spielstand, aus dem du deinen Charakter importieren willst. Die Prozedur kann nur mit Spielständen durchgeführt werden, die nach dem Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. Okay. Inventar ist immer noch voll. Gut, den ganzen Quatsch hier haben wir immer noch. Das meiste ist ja hier Gwind. Gut, dann können wir uns jetzt tatsächlich um die DLCs kümmern. Das heißt, das wäre, glaube ich, als erstes dann Hearts of Stone, ne? Meine ich. Wie gesagt, machen wir auf jeden Fall erstmal. Auch schön, dass wir hier in unserer Hexerzuflucht gelandet sind. So, ich möchte jetzt einmal hier einmal alles reinpacken. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht verkaufen. Aber ihr kennt mich. So. Sehr schön. Können wir mal speichern. Können wir einmal die ganze Quatsch hier verlassen. Da sind wieder die unbesiegbaren Schafe, die damals den Angriff der wilden Jagd einfach mal so überstanden haben. Jetzt will ich eigentlich einfach nur auch mal Schnellreisen machen können. Da unten war der Plötze. Unser edles Ross. Bin ich hier eigentlich alles fertig? Ja, hatten wir. Darum hat er mich hier Gott sei Dank schon gekümmert. Warte, hier ist Schnellreise. Und wo müssen wir hin? Weltkarte. Novigrad. Gut, einmal nach da hinten. Den Namen der Welt. So, gut. Wo müssen wir hier den Weg jetzt gucken? Ich verlaufe mich eh wieder. Das Nein, plötzlich bleibt dabei stehen, bitte. Oh Gott, plötzlich Nicht steht so schon wieder ein schnell, Baum. Plätze. Ich finde die Bäume immer noch so mega schön. Das ist genauso wie die Kirschblüten. Kirschblüten liebe ich ja auch über alles. Können mir stundenlang Weiter angucken. so, Plätze. So. Denn auf und davon. Keine Zeit verlieren. Aber ich bin wenigstens froh, dass wir dann doch noch ein gutes Ende hatten. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich glaube, wäre Ciri wirklich tot gewesen. Ich weiß nicht, ich wäre echt unzufrieden gewesen. Ich wäre echt unzufrieden gewesen.
Ich glaube, ich hätte die halbe Nacht wahrscheinlich nicht pennen können dann. Wenn ich mich einfach nur gefragt hätte, was hätte ich mal anders machen können? Wie wäre es besser gegangen? Weil Ciri ist mein Schatz. Neben Tristan sind das echt meine beiden Lieblingscharaktere. Gut, und Vesemir, aber Vesemir ist ja... Das war nur geklingt auf jeden Fall. Und ein schickes Anwesen. Bist du der Irre, der die Könige abgemuckt hat? Hey, Hexer! Bist du der Irre, der die Könige abgemuckt hat? Was? Ich? Niemals. Hey da, Typ! Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everreck. Ah, der ist drinnen. Die Frisur ist der Hammer. Genau wie die Zeichnung. Och, der hat ja genauso eine. Nur auf der anderen Seite. Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Wir haben alle die gleiche Frisur. Kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder? Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Witzig. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Such den besseren Friseur. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Witz, komm raus. Ihr seid also alle Olgierd? Stimmt, genau. Ein Mann, drei Körper. Seine Eier scheren mich nicht. Wer hat sein Hirn? Du lachst nicht. Dann hast du das Hirn wohl nicht. Nein, ich hab die Fäuste. Ui. Nicht gut. Los, gib's ihm. Voll auf die Nase. Ist prima in unsere lustige Truppe passen. Nee, danke, ist mir zu dumm. Komm. Also, ich bring dich zu Olgierd. Und von den Frisuren. Ich lasse Gerard sicherlich nicht so eine komische Frisur machen lassen. Frauen gehen ja. Kein Problem. Und der eine mit dem längeren Schnurrbart. Gerald von Riva. Ha, da passt das ja noch. Aber der andere? Dann hör mal her, Gerald von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Was? Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Mhm. Mich auch. Oh, hat er auch die gleiche Frisur? Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Na, dessen Frisur geht ja.
Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Ja. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Die arme Statue. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Doch. Aber nein sagen? Bring uns Wein, Schätzchen. Was zu knabbern. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz Och, Mann. Ist. Deswegen Frau, das Froschbild da, oder was? Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Tja. Ich würde auch freiwillig nicht in die Kanalisation gehen. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tochter? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Okay. Gut, bevor wir das machen, will ich aber einmal ganz kurz zum Klo. Oh je. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Okay. Rede weiter. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Okay. Stimmt, die haben wir allgemein noch. Die blauen Quests. Also stimmt, und das ist
wenn wir nach Toussaint reisen möchten. Machen wir aber erstmal das. Und wie gesagt, ich bin erstmal ganz kurz 5 Minuten in der Pause. Und komme denn sofort wieder. Muss ich mich nur einmal ganz kurz pinkeln. Bis gleich. Kaya, willkommen auch zurück. Warum stößt du nicht zu und uns? Danke. Hast ein bisschen was verpasst, seitdem du in den Lurch verschwunden bist. Kutteln helfen gegen jeden Kater. Gäste, Fisch und Unterhosen stinken alle nach 3 Tagen. So, wo war er jetzt? Ach, da vorne. Super. Ja, das Ende des Spiels werde ich mir das Video dann angucken, wie es beendet wird. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann zumindest eine kleine Gesichtsentgleisung beim Ende des Spiels. Ja, jetzt sind wir beim allerersten DLC angekommen. Hearts of Stone, glaube ich. Wenn es richtig ist. Eines von 2 DLCs. Und ich weiß gar nicht, wie lang das eigentlich geht. Nur eine kleine, ja. Tatsächlich nur eine kleine. Halt! Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so 9-mal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Von mir kriegst du keinen Körper. Nein. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Radovid kennt mich. Könnt ihr gerne versuchen. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke, leb wohl. Komm, die Leute müssen mich sowieso schon kennen. Scheiße. Ja, scheiße, dumm gelaufen, ne? Hey, was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben? Du musst raus. Du Ferkel. Dein den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Naja, das ist nicht zu entschuldigen. Nee. Wir sind hier doch sehr, ne? Hier benimmt sich ja so. Ich kam nicht aufs Wort. Gut situiert. Aus gutem Hause. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shani? Geralt? Shani! Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Nee. Ernsthaft? Hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher... Wer ist Shani? Shani, sind wir im allerersten Witcher-Teil begegnet. Lass es sein.
Das war die Heilerin, die sich anfangs um den kleinen Jungen gekümmert hat. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Shani. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, bist du noch sauer? Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert. Vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen nach der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Mhm. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, jetzt hat er für immer Urlaub. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser im Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank. Nee, der hat jetzt dauerhaft Urlaub. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ja. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch ja, aber nicht, trotzdem. Es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Das stimmt ja, allerdings. Na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Geralt. Oh. Mhm. Bist du wieder da? Vorsicht, vielleicht ist das Monster... Aber nur ein wenig. Okay, warte. Hier irgendwo etwas... Oh, ich ahne fürchterliches. Immer die Monster mit Schwung. Hallo, Wormaster. Schön, dass du wieder reinschaust. Soldaten aus deiner zurück. Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest im Moment, ist, wenn einfach irgendwas da gerade runterfällt, von dem man nicht weiß, was da gerade runtergefallen ist. Sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Noels stand Wache. Dann erschien das Monster. Noels schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster?
Miklas und Vern haben es von uns weggenommen. Mit der man beispielen kann. Und teuer dafür bezahlt. Nee, leider nicht. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Wir sind jetzt auch übrigens mit der Hauptstory durch, Warmaster. Wir sind jetzt bei dem ersten von zwei DLCs angekommen. Ihr habt die Hauptstory vorhin vor einer guten Stunde durchgespielt. Ich muss mich wir nähern uns sogar bald. Der Mann, den du verarztet hast, ist der Fallout. Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Fress dich schon voll los. Ganz schön. Ja, irgendwo schon. Der Kanalisation irgendwo ist schon. Versperrt. Ich habe ja noch nie einen Fallout-Teil gespielt. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ich bin gespannt, wie es ist. Und was mich erwartet vor allem. Oder beziehungsweise uns. Ich glaube, der eine oder andere von euch kennt das ja, glaube ich, auch noch nicht. Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Ich suche woanders. Sei vorsichtig. Ertrunkener. Überall. Was jetzt? Oder das war die das wollte ich mit Knarren. Echt? Ja, gut, beim Schießen. Ja, das wird witzig. Ich kann schießen, das klappt so gut wie. Geralt als Ballerina. Geralt, alles in Ordnung? Mhm. Ja. Und du, wie bist du hier reingekommen? Kommandant Vern hatte die Schlüssel zu den Gittern. Oh Gott, die Bilder im Kopf. Ja, aber was ist doch so? Sieh mal, da ist Franz. Ich meine, ich bin was von ihm übrig ist, mega schlecht auf Schießen. Was für eine Kreatur würde sowas tun? Deswegen mal gucken. Keine Ahnung, keine Sorge, gibt es so eine Art Outrime? Okay. Ich bin echt gespannt. Installiert ist es auf jeden Fall schon. Interessant. Mal gucken, was? Wie lange wir, wie gesagt, Franz für die DSDs brauchen. Mhm. Direkt über den Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Stoff. Warum? Und Schnaps. Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten... Das Monster mag Alkohol? Ja. Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Komischer Geruch. Mischung aus Alkohol, Blut und Monsterdunst. Gut, mit Alkohol. Ich kenne keinen Alkohol im Blut, aber das... Ich kenne Alkohol im Blut, aber das... Na, vielleicht schmeckt das ja auch. Shani, pass auf, weg da. Och, meine süße kleine Shani. Ich hätte nicht gedacht, dass man die nochmal wieder sieht. Im zweiten Teil war Shani gar nicht vorhanden. Ich hätte nicht gedacht, dass man sie jetzt hier in Teil 3 nochmal wieder sieht. Yeah.